Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute zu Gast eine meiner absoluten Lieblingsstimmen. Herzlich willkommen, Hansi Jochmann. Wie geht's dir und wo bist du? Danke, mir geht's gut. Ich sitze hier in Berlin in meiner Wohnung und habe, nachdem ich die technischen Probleme doch noch bewältigt habe, was ja in meinem Alter nicht so einfach ist, bin ich jetzt froh, dass du mich jetzt fragst und ich meine Ruhe habe. Nicht dieses Ding hier. Und ich freue mich, mit dir sprechen zu können, denn du warst tatsächlich, mit deiner Stimme habe ich als Kind begriffen, manche Menschen haben eine Stimme, die öfter auftaucht als ein einziges Mal. Ich weiß nicht, wo es damals war als Kind. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Schweigende Lämmer, aber nur in einem Trailer. Und dann lief irgendwo eine Reportage oder eine Doku und ich dachte, ey, die Stimme kennst du doch, die kennst du doch. Und dann sagte meine Mutter, das ist die Stimme von Jodie Foster. Und dann kamst du immer öfter. Dann warst du da, dann warst du da, dann warst du da. Und da habe ich das begriffen. Du warst quasi mein Lichtblick in die Welt von deutschen Stimmen. Und ich nehme an, das wird bei einigen so sein. Jetzt ist das alles wahnsinnig lange her. Wie geht's dir denn überhaupt zurzeit? Du hast überall gesagt, du willst in Rente gehen. Hast du das gemacht? Ich bin in Rente. Ich meine, ich bin gerade 68 geworden. Und ich stehe ja seit meinem 6. Lebensjahr vor der Kamera. Und irgendwann finde ich es auch genug. Ne? 62 Jahre arbeiten in diesem Beruf reicht. Ich meine, es heißt ja nicht, dass ich aufhöre. Ich habe ja genug zu tun, immer alle möglichen Anrufe und Aufträge und Dokumentationen für Arte und Feature für den WDR und XY-Fall gelöst oder wie es heißt. Spreche ich ja auch immer regelmäßig. Also einmal im Jahr ist das. Und da freue ich mich auch immer drauf, weil das mag ich gerne. Und am liebsten spreche ich sowieso die Dokumentation. Aber gerade habe ich beendet den neuen Jodie Foster Film, für den sie gerade eben den Golden Globe bekommen hat. Und ich habe beim Trailer noch gedacht, hoffentlich spricht Hansi sie. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und Jodie Foster hat graue Haare, endlich. Ja, sie ist so ein bisschen aschblond. Also in dem anderen Film, in diesem, wie hieß das nochmal, Hotel Artemis, da hatte sie ja wirklich graue Haare. Da haben sie ja auf über 70 geschminkt. Was ich irre mutig fand und was sie auch wirklich sehr gut gespielt hat, weil da schlurft sie wie so eine alte Frau durch die Gänge. Und hier ist sie noch ziemlich tough. Sie spielt hier eine Menschenrechtsanwältin, die diesen Mann in Guantanamo verteidigt und ihn auch rausschlägt aus dem Lager. Guter Film, sehr guter Film. Ich denke, sie wird auch den Oscar dafür bekommen. Hast du die Anfrage für die Synchronarbeit bekommen? Ist man auf dich zugekommen oder hast du gesagt, ich möchte? Nein, das habe ich noch nie gesagt, ich möchte. Sondern die kommen immer und sagen, Frau Jochmann, wir hätten da das und das. Würden Sie gerne? Und dann überlege ich mir das so eine Weile und denke, würde ich das gerne? Ja, in dem Fall war es ganz klar, weil ich die Fosters jetzt, glaube ich, der 38. Film, den ich synchronisiert habe, also wo ich sie synchronisiere. Ich habe weitaus mehr synchronisiert in meinem Leben und auch viel, viel öfter, als dass ich Jodie Foster synchronisiert habe. Aber da hat die Synchronfirma hat angerufen, die kriegt den Auftrag des Verleihs. Der Verleih war die oder ist die Tobis. Und die sagen dann, naja, Stammstimme ist Hansi Jochmann, da gibt es gar keine Frage. Wen soll man da sonst nehmen? Ja, also müssten sie ja einen Test machen oder ein Vorsprechen oder irgendwas. Und außerdem, die Leute wollen das auch. Bei Nell bin ich ja mit großem Krach aus der ganzen Synchronisation, weil ich mit dem Regisseur mich derartig überworfen hatte. Gott hab ihn selig. Dass ich das das ist der einzige Film, den ich nicht synchronisiert habe und das Mädchen am Ende der Straße und Bugsy Malone, also als sie noch sehr, sehr jung war. Ich spreche sie ja seit Taxi Driver. Und dann sagen die, ja, Frau Heumann, wann haben Sie Zeit? Ja, wann machen Sie es denn? Ja, dann und dann bis 21. Dezember, 3 Tage, weil ich werde ja nur noch geixt. Man hat ja nichts mehr mit den anderen Kollegen oder auch mit denen, die man da auf der Leinwand sieht, die nebeneinander stehen, hat man auch nichts mehr zu tun. Man hört auch nicht, was die einen fragen oder was die antworten. Also es ist schon leider, leider ziemlich runtergekommen, das Gewerbe. Ja, man hört, dass die Zeit vor allem wahnsinnig im Nacken sitzt. Jetzt bist du ja, ich würde mich dazu hochwerfen zu sagen, du bist ja eine der Grand Dames der deutschen Synchronarbeit. Ist bei dir ein bisschen mehr Zeit eingeplant oder ist da auch? Bei mir ist nicht nur ein bisschen mehr Zeit eingeplant, sondern ich sage,
dass ich nicht mehr als 80 Takes am Tag spreche, weil es einfach schweinemäßig anstrengend ist, wenn man da alleine steht. Früher haben wir ja mit den Kollegen zusammen synchronisiert und bei Summersby stand der, also ich war immer schon auf einem anderen Band, als es noch richtige Bänder gab und es nicht digitalisiert war. Da ist es immer so gewesen, dass ich mein eigenes Band hatte und in der Mischung wurde das dann eben halt alles zusammengekippt und da stand noch bei Summersby mein lieber Kollege Hubertus Bengtsch neben mir. Und wir haben zwar abwechselnd gesprochen, also früher war es ja so, dass man in einem Take sprach der eine, dann sprach der andere und dann war der Take zu Ende und dann kam der nächste Take. Und jetzt ist es so, dass einer redet irgendwie, man hört es ja nicht, man weiß es nicht, der ist auch nicht da, der diese Rolle spielt. Und dann kommt man selber und hört und sieht und spricht das dann. Also es ist ziemlich dämlich und ich habe mir nicht nur ausbedungen diese 80 Takes am Tag, weil es wirklich einfach furchtbar anstrengend ist, sondern also ich sehe mir das Original, den Originalfilm vorher an, weil ich muss ja wissen, was da passiert, denn die Foster weiß es ja auch, was sie da zu spielen hat. Und deshalb möchte ich das auch wissen. Und dann gehe ich ins Atelier, möchte den Originalton zweimal hören. Früher hatte man noch die Möglichkeit, da war man selbstbestimmter, konnte man den Ton am Pult einschalten. Und dann konnte man sich den so lange abhören, bis man gedacht hat, ja gut, jetzt kann ich es, jetzt versuchen wir es mal. Und da habe ich jetzt mir ausbedungen schon eine ganze Weile, ich möchte den O-Ton bitte zweimal hören. Dann probiere ich mal, ob das auch passt und ob es zu lang ist oder zu kurz oder wie auch immer. Und da hat ja auch noch die Kötterin was zu sagen. Und dann können wir es aufnehmen. Es gibt aber Tontechniker, die hören da nicht zu, weil sie jeden Tag was anderes gewohnt sind. Und dann kommt der Take und da steht in dem Drehbuch drin, sie sagt ja an irgendeiner Stelle, ja. Und dann nehmen die auf. Und ich habe den Take noch nicht mal gesehen. Also ich meine, das ist doch schon krank, ja. Und da wäre ich dann auch immer stinkesauer und sage, nee, also nun langsam, ich höre mir das erst an, wie ich gesagt habe, dann probiere ich das. Und außerdem ist es ja so, dass die Kötterin das auch kontrollieren muss. Es bin ja nicht nur ich alleine, die dann sagt, ach ja, sah ganz gut aus, können wir nehmen. Sondern die sagt, na, Hansi, da ist ein Atmer, ja, hier. Oder das ist im Konter, mit dem Satz musste dann und dann im Off landen. Gut, und das kann man natürlich nur, wenn man probiert. Aber die Zeit ist wohl bei anderen nicht mehr da. Ich nehme sie mir. Wunderbar. Und es wäre aber auch wirklich schlecht, wenn man dich nur auf deine Stimme reduzieren würde, weil du natürlich auch vielen gerne noch als die weibliche Hauptrolle bei Pfarrer Braun in Erinnerung bist, Margot Rosshauptner. Und ich habe mich gewundert, du warst bei 20 von 22 Folgen dabei. Was war in den zwei Folgen, die du nicht da warst? Wo warst du? Die 21. Folge war ein Beitrag, da weiß ich nicht mehr, da sollten wir irgendwie Irish Dance üben. Und da traf ich mich hier mit einer ganz jungen Frau, 40 Jahre jünger als ich, die mir, also ich weiß, was Irish Dance ist und die tanzte mir das vor. Und dann habe ich sie gefragt, ob das eigentlich unter die Kategorie Volkstanz fällt oder, und da sagte sie, nein, das ist Leistungssport. Und da habe ich gedacht, na, da sind sie ja bei mir richtig. Das ist ja nun etwas, das habe ich ja noch nie gemacht. Möchte ich auch gar nicht machen, ja. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, also Leute, das hat, also es war 14 Tage vor Drehbeginn, also Leute, das hat gar keinen Sinn. Ich kann das nicht in 14 Tagen lernen. Guckt euch das an. Nein, und dann hat die Produktionsleiterin damals gesagt, ja, also Frau Jochmann weigert sich, was Quatsch war. Ich habe gesagt, ihr könnt das doch dubeln, das ist doch kein Problem. Du kannst mich doch oben sehen, wie ich hier immer so mache und angeblich hopse. Und dann unten schneidest du die Beine einer Irish Dance Tänzerin. Ja? Und dann hat der Regisseur gesagt, nein, ich muss ja schon Ottfried Fischer dubeln. So what, kann ich nur sagen. Und das können sie nicht machen und Dings und so. Und dann hat die Produktionsleiterin bei meiner Agentin angerufen und hat gesagt, ja, also ich glaube, dann müssen wir Frau Jochmann umbesetzen, die weibliche Hauptrolle. Und dann hat meine Agentin mich angerufen und dann habe ich gesagt, Sabine, herzliche Grüße an die Frau, weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Ich nehme das Angebot dankend entgegen. Na, da waren sie platt. Also ich bin da ausgestiegen. Ich habe gedacht, leckt mich, ja. Also das ist einfach. Pff. Und beim letzten Mal war es so,
Das ist auch von allen möglichen Stellen falsch wiedergegeben worden. Die letzte Folge gab es eine Folge, die hatte wie viele sehr gute Folgen aus dem Pfarrer Braun, hatte der Wolfgang Limmer geschrieben, mein Lieblingsautor. War sehr, sehr komisch und die sollte in Rom enden und Braun stirbt und kommt in den Himmel oder auch vielleicht woanders hin. Und da kriegt meine Agentin, die den Hans-Michael Rehberg unter Vertrag hat und mich, bekommt hier eine E-Mail von der anderen Produktionsleiterin. Und darin hieß es, dass sie mir, ich weiß nicht, 4 Drehtage oder was anbieten und für 1/3 der Gage weniger. Also sie wollten nur noch 2/3 zahlen und dann habe ich gesagt, geht's noch gut? Wir machen hier seit dem Jahr, ich weiß gar nicht, was war es, 2000 oder so, bis zum Jahr 2012. Und dann soll ich in 10 Jahren in der letzten Folge nur noch 2/3 der Gage kriegen? Wo gibt's denn sowas? Und dann habe ich gesagt, hier, kommt, leckt mich. Ich hab auf ganz viele Sachen gar keinen Bock mehr. Es kotzt mich derartig an. Ich kann es gar nicht sagen, was hier in diesem Gewerbe alles in den letzten 15 Jahren passiert ist, also sogar 20 Jahren. Furchtbar, furchtbar. Also hier kannst du sagen, was war denn mit Abstand das Schlimmste, wo du gedacht hast, das gibt's ja wohl gar nicht? Die letzte Synchronisation. Da war ein Regisseur, bei dem ich angeblich schon mal was gesprochen haben sollte. Ich konnte mich gar nicht an den erinnern, was ja schon mal ein interessantes Zeichen ist. Und der hat am ersten Tag, hat er mir immer die Takes vor, also die Sätze vorgesprochen. Und das kann ich nun gar nicht ab. Also wenn mir einer sagt, wie ich den Satz zu betonen habe oder wie ich den zu sprechen habe, so, da bin ich hingegangen, also sagte, pass mal auf, lass das mal schön bleiben, das kann ich gar nicht ab, sonst gehe ich. Zweiter Tag ging dann, dritter Tag wurde dann, es wurde immer verrückter. Da nervte dann die Kötterin und hat mich also in einen Satz, ein Take 8 bis 10 Mal sagen lassen, dass ich irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt sage ich den Satz nicht nochmal. Du kannst dir aus diesen 10 Aufnahmen die beste aussuchen. Ich hab's dick. Und dann ging das immer weiter. Neuerdings fühlen sich ja auch die Tontechniker berufen, ihren Senf dazu zu geben, was früher ein Unding gewesen wäre. Also der Tontechniker kann zwar dem Regisseur irgendwie was sagen oder der kann auch sagen, hör mal, es ist jetzt gerade, ich habe das nicht verstanden oder so. Also die fing dann an, weil der Regisseur am Anfang zu mir sagte, ich möchte doch bitte, das ist ein wunderbarer Satz beim Synchron, die Endungen verschleifen. Und da habe ich gesagt, also ich verschleife hier überhaupt gar nichts. Weil diese Frau ist, die hat in Harvard studiert, die ist Menschenrechtsanwältin vor dem großen Gericht in Amerika. Also die ist, ja, weiß ich nicht, die war es bestimmt in dem Film Mitte 50, Ende 50. Es gibt auch keine New Yorker, die die Sprache verschleifen. Vielleicht hörst du sowas mal ab und zu in Südstaaten oder so. Aber eine gebildete Person von der Ostküste, auch aus Kalifornien, die spricht nicht so wie, ja, die hört, da verstehst du wirklich jedes Wort. Und da hatte ich auch schon wieder es bis da. Und dann kam sie mit einer Sache an, dass sie bei dem Wort Material das R nicht verstehen würde. Wohlgemerkt, die Tontechnikerin. Und dann sage ich, naja, es ist ja nicht bayerisch, ich sage ja nicht Material, sondern das heißt Material. Und bis ich dann begriffen habe, was da los war, dann fiel mir ein, die sagt immer Material, was falsch ist. Es heißt nicht Material, es heißt Material. Und da hat sie bei Material, hörst du ja nun auch das R etwas intensiver, aber bei Material nicht, weil das R hinten im Mund ist. Also so ging das die ganze Zeit und ich habe mich dann am vierten Tag verabschiedet, habe gesagt, es wäre die schlimmste Arbeit gewesen, die ich in den ganzen Jahren gemacht habe. Hast du denen das gesagt? Ja. Ich halte da nicht hinterm Berg. Also ich finde, die Leute wissen, was sie für die Leute sollen erfahren, was sie für Scheiße bauen. Da heißt es dann sicherlich wieder, ach, die blöde Ziege, die Jochmann, die alte Kuh, was will die denn? Wird sie ja wieder rummeckern, blablabla. Oder, ach, die ist ja so schwierig, die Frau. Ich bin überhaupt nicht schwierig. Ich bin genau, ich bin präzise, ich bin pünktlich, ich kann meinen Beruf. Ich spreche deutlich, ich komme vom Theater, was überhaupt
entscheidend ist, wenn man Schauspieler ist. Und also es gibt ja, ich meine, sonst wäre ich ja nicht in diesem Beruf. Es gibt, oder noch in diesem Beruf, es gibt ja Hunderte von Menschen, die mich immer wiederholen und sich freuen, wenn ich Zeit habe und wenn ich ins Atelier komme, mich glücklich und strahlend begrüßen und sagen, ach so schön, dass Sie hier sind, Frau Jochmann. Also wenn da irgendwie jemand der Meinung ist, ich wäre schwierig, dann soll er sich mal an die eigene Nase fassen oder mal überlegen, warum ich darauf so zickig reagiere. Also ich habe das auch mal über jemanden gehört, den ich auch hier interviewen dürfte. Ich habe ihm das auch gesagt, dass ich das über ihn gehört habe und dass ich den Eindruck überhaupt nicht teile. Und er sagt, ja, bei manchen Leuten weißt du nicht, wo sie es hernehmen. Bei manchen ist es auch einfach Neid. Ja, und Bösartigkeit. Bösartigkeit. Genauso wie sie mich ja aus dem Nell-Film raus intrigiert haben. Ja? Da hat ja der Regisseur auch nur Scheiße gebaut und saß hinten in seiner Regiekabine und ist dann nach 30 Takes eingepennt, weil er abends noch bei einer anderen Firma hier in Berlin eine zweite Schicht gefahren hat bis nachts um eins. Und dann, dass der natürlich nach, weiß ich nicht, 400 Takes, dass er einschläft, ist auch kein Wunder. Und dann war das auch so eine bescheuerte Übersetzung von Nell. Also das ist ja die Foster, also man hätte im Grunde genommen die Foster so lassen können, wie sie war. Man hätte überhaupt nichts synchronisieren müssen. Weil diese einen einzigen verständlichen Satz, den man in dem Film hört, ist zum Schluss, sagt sie zu diesem Kind, sagt sie einen Satz, aber einen ganz kurzen Satz. Und ich fange an zu synchronisieren, hatte den Film auch gehört, dachte, oh Gott, versteht ja kein Wort, was soll das jetzt sein? Und da sagt die in dem Take auf Deutsch Schuenga. Ich denke, Schuenga, interessant. Und im Original, weil man das ja gar nicht wusste, was die meint, ja, hieß das Garage. Also man hat es auch gar nicht gesehen. Und Garage sollte Guardian Angel heißen. Ne? Also sie sagt eben nicht Guardian Angel, weil sie es nicht kann, weil sie es nicht gelernt hat, sondern sagt Garage. Und die Tante hatte drauf gemacht, auf Guardian Angel, Schuenga. Und ich habe gesagt, sag mal Leute, habt ihr eine Meise? Das hört sich ja an, wie als wären die Schuhe zu eng. Also das geht doch nicht. Das ist doch ganz grauenhaft. Naja, dann haben wir uns ein paar Mal gestritten und dann bin ich gegangen. Es ist mir auch irgendwie. So ist es gekommen, dass ich Nell, den ich einen sehr schönen Film fand, einer von Jodie Fosters Lieblingsfilmen, dass ich den dann nicht synchronisiert habe. Ich würde gerne einmal mit dir kilometerweit in die Vergangenheit springen wollen. Hast du deine eigenen Schallplatten noch? Also ich habe auf jeden Fall noch, so ist es eben in meinem Leben mit Lou van Burg. Und ich habe noch, wenn ich was zu sagen hätte. Und dann gab es aber meiner Meinung nach noch eine dritte. Die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Und ich habe, im Internet kann man sich ja auch noch angucken, meinen Auftritt mit Louis Armstrong. Uncle Satchmo's Lullaby. Aber ich habe übrigens nicht gerne gesungen. Ich mochte das nicht. Mir war das irgendwie peinlich. Ich dachte immer, nee, eigentlich kannst du das nicht. Es ist irgendwie, ich wurde ja von meiner Mutter so gepusht. Okay, ich mache das jetzt. Und die haben mir damals, haben sie gesagt, ja, und mit Louis Armstrong. Ich als Zwölfjährige, ich hatte doch null Ahnung, wer Louis Armstrong ist. Haben sie mir dann erst mal erzählt, was der gemacht hat und was der Musik macht und tralala. Aber das war jetzt für mich nicht jetzt so beeindruckend, wie wenn ich jetzt bei der Queen zum Tee eingeladen wäre. Das würde mich beeindrucken. Wenn dein Sohn ans Telefon geht, wird er immer noch für dich gehalten oder ist das vorbei? Das weiß ich gar nicht. Muss ich ihn mal fragen. Aber da der ja eine eigene Wohnung hat und eine eigene Familie, wird es wahrscheinlich selten vorkommen, dass jemand bei ihm anruft, der mich sprechen will. Das ist natürlich richtig. Sag mal, wie oft in deinem Leben hast du Texte von Schweigen der Lämmer eingesprochen? Nie. Nie. Wie kommst du jetzt darauf? Weil das ist synchronisiert und fertig. Ne, es gab ja noch das Hörbuch. Ach so, okay, gut. Ja, aber da liest du ja das Buch, da sprichst du ja nicht die Person, synchronisierst diesen Menschen auf dessen Mund, sondern da hast du ja das Buch vor dir und liest das Buch. Und ich habe nicht nur das Buch gelesen, sondern ich habe auch Hannibal gelesen, weil Rolf Schultes nicht sprechen wollte. Der hatte irgendwie keine Zeit oder keine Lust oder so. Und das Buch habe ich auch gelesen.
Und mir war aber so, ich hatte ja, also Schweigen der Lämmer wurde dann, glaube ich, nochmal re-released als Hörbuch. Und da hatte ich mich gefragt, ob du es nochmal eingesprochen hast oder ob sie die, nee, okay, alles klar. Nee. Weil ich erinnere mich, als Sigourney Weaver als Alien nochmal als Hörbuch rauskam, war dann die Originalsprecherin, hat nochmal Originaldialoge aus Aliens nochmal reingebuttert. Deswegen hatte ich mich gefragt, ob sie das bei dir auch gemacht haben. Das habe ich noch nie gemacht, nee. Als du damals das Schweigen der Lämmer synchronisiert hast, hast du als Zuschauerin gedacht, boah, das ist krass, das ist super? Oder hast du gedacht, ja, das ist ein solider Film, den kann man gucken? Also das ging so los, dass ich von einem Regisseur, von einem Synchronregisseur hier in Berlin angerufen wurde, der da sagte, du, da kommt jetzt ein Film mit Jodie Foster, den habe ich hier gerade auf dem Schneidetisch und soll den Text machen. Also ich lehne die Regie ab, ich kann dich nur warnen, synchronisiere das nicht. Da habe ich gedacht, aha, soll ich nicht synchronisieren? Ich kannte den Film ja gar nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mein lieber Jürgen, selbst wenn die Foster ein Porno drehen würde, würde ich sie synchronisieren, weil ich die einfach liebe, diese Frau. Die ist einfach grandios, eine super Schauspielerin. Und dann kam der Film und ich habe ihn, damals durften wir ja noch die Videokassetten nach Hause nehmen. Heute wären es natürlich DVDs, damals war es noch Videokassette. Heute sind ja die Auflagen der Verleihfirmen so extrem, dass wenn du überhaupt den Film vorher sehen kannst, dann siehst du ihn mit einem Copy-Schutz drauf. Also du siehst die Foster in Großaufnahme und davor ist ein riesiges Warner Brothers Copy-Stempel. Also auch sehr sinnig, wenn du das dann später synchronisierst und du siehst einfach hier nichts mehr. So, und dann bekam ich dieses Video und habe mir das angeguckt. Ich glaube abends, die Kinder waren im Bett. Und dann habe ich mich vor dem Schluss so gegruselt, dass ich gedacht habe, nee, da kannst du nicht schlafen. Bitte. So, also guck's dir morgen an. Am nächsten Tag habe ich es mir angeguckt um 11 und dann dachte ich, ach du lieber Gott, jetzt kommt ja Charlotte, die war damals vielleicht 8 oder so. Kommt Charlotte aus der Schule? Nee, da kann ich es jetzt nicht sehen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich werde den ganzen Schluss, also wenn sie da mit der Pistole durch diese dunklen Räume geht und eigentlich nur atmet, es gibt ja gar keinen Text, es ist ja nur so. Was ich auch machen musste, auch in Angeklagt, habe ich diese ganze Anfangssequenz mit der Vergewaltigung da, die ganzen Geräusche, Geschreie, Atmer, Gestöhne, Angstschreie, habe ich alles synchronisiert. Und dann habe ich gedacht, naja, macht eigentlich nichts, wenn du den Schluss jetzt nicht siehst vorher, dann ist die Spannung im Studio größer. Und das war es auch. Ich habe mich im Studio mindestens so gegruselt, wie sie oben aussah, dass sie sich gruseln würde. Und das ist, war wahnsinnig schwer zu synchronisieren, weil du musst ja immer aufpassen, hat sie vor dem Schnitt, also wenn der Take zu Ende ist und der nächste Take kommt, musst du ja wissen, ob sie ein- oder ausgeatmet hat. Gott sei Dank hatte ich eine fantastische Kötterin, die sagte, du, die hat jetzt beim Take davor ausgeatmet. Aha, muss ich also einatmen, wenn jetzt der nächste Take kommt. Und so ging das die ganze Zeit, es war bestimmt. Bestimmt 40 Takes, also es war verdammt. Und du musst aufpassen, dass du nicht anfängst zu hyperventilieren, ne? Und was hast du gedacht, das wird riesig oder hast du gedacht, das wird okay laufen, der Film? Ich habe gedacht, es wird ganz toll. Also und der Rolf Schuld als Anthony Hopkins war auch so toll, das war so eine tolle Stimme. Und der Rolf hat immer diese schwierigen, leicht psychopathischen Typen, der hat dann immer so einen Ton durchgezogen. Also allein diese Kombination, die Foster hat ja gesagt, als sie ins Atelier kam und mit Hopkins gedreht hat, er als Hannibal Lecter, sie hat Angst vor ihm gehabt, weil er seine Rolle komplett durchgezogen hat, komplett. Also auch im Studio, wenn jetzt vielleicht in der Mittagspause nicht mehr, aber da hatte sie schon so viel Angst, dass sie, glaube ich, in ihrem Trailer gegangen ist und dort gegessen hat. Und ich habe irgendwie gedacht, meine Fresse, was für eine gute Story, wie gruselig und wie spannend und tolle Schauspieler. Also, und dann hat es mich nicht gewundert, dass sie einen Oscar dafür bekommen hat. Ich sagte Anthony Hopkins ja auch. Ja, Anthony Hopkins auch. Und dann hat sie ja noch einen Oscar bekommen für Angeklagt. Auch mit Recht. Und ja, und ich, also eine meiner Lieblingskinophasen war, als Flight Plan rauskam und Panic Room, das war nicht weit auseinander.
und endlich mal wieder Jodie Foster auf der großen Leinwand mit deiner tollen Stimme. Das war immer, immer, immer ein Genuss. 30 Jahre, du bist auch schon seit über 30 Jahren Synchronregisseurin, ne? Also ich habe mal angefangen Friday the 13th bei der deutschen Synchron und dann habe ich noch ein paar Spielfilme synchronisiert und dann gab es aber einen ganz entscheidenden Cut, also nicht jetzt für mich, sondern in der ganzen Situation, dass ich das erstmal weggeschoben habe, gedacht habe, ich kann jetzt nicht mehr Regie führen, es ist irgendwie. Und das war, wann habe ich denn damit angefangen? 1990. Bisschen früher, 1989 habe ich Synchronregie geführt. Das hat mir Spaß gemacht, weil damals war es noch so, wie es damals war. Nämlich kamen alle Leute, du konntest sagen, wen du engagieren willst. Ich habe natürlich, das ist schon eine tolle Situation, wenn du in der Lage bist, nur mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die du leiten kannst. Das ist schon ganz wunderbar. Und ja, aber also unter den heutigen Bedingungen, nee, danke. Nee, wirklich nicht. Du sagst, es gibt immer noch viele Angebote. Gibt es denn auch mal wieder was in Richtung Schauspielerei vor der Kamera oder ist das so ein bisschen ruhiger geworden? Also das ist ruhiger geworden. Ich finde sogar sehr ruhig. Jetzt natürlich Corona-bedingt auch schwierig. Also es kommen immer noch mal Anfragen, aber dann passiert nichts weiter. Und da muss ich auch sagen, also ich würde viel, viel lieber wieder Theater spielen. Also das würde mich viel, viel mehr interessieren, weil ja auch die Dreherei ist ja auch furchtbar anstrengend, noch dazu unter diesen Bedingungen mit Mundschutz und Nasenwattestäbchen-Tests und weiß ich nicht was und in Quarantäne dann, wenn du da in Tschechien drehst oder sonst wo, da bleibst du dann da 10 Tage und hast 2 Drehtage, also nee, dazu verreise ich lieber. Ich bin lieber unterwegs. Wir machen immer absolut geile Reisen, mein Mann und ich. Und das ist mir wichtiger, als mich da irgendwo am Set rumzutrollen. Und meistens sind ja die Rollen auch nicht mehr so doll. Also Frauen über 50 haben ja eh nichts, bis auf unsere Stars. Also es gibt ja noch 3 entscheidende Berger, die ich sehr schätze, sehr liebe. Iris Berben und die Hörbiger, die nun schon sehr alt ist. Gibt es ja kaum noch alte Schauspielerinnen. Und du siehst ja auch bei der Foster, die ist jetzt 59. Auch schwierig, auch nicht mehr. Also das ist schon eine sehr große Rolle, die sie da spielt, diese Anwältin. Aber es ist nicht die Hauptrolle. Ja? Cumberbatch ist ein bisschen kleiner noch als Rolle. Aber entscheidend ist halt dieser Mauretanier. Der hat halt den Hauptpart. Ich hoffe, dass wir dich noch ganz oft hören und auch auf Theaterbühnen sehen werden. Und ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Hansi Jochmann in der Web-Talk-Show. Vielen Dank. Vielen Dank, ich danke auch. Euch bleibt bitte alle gesund. Ja, jetzt werden wir ja geimpft, hoffentlich schnell. Und dann geht das richtige Leben wieder los. Tschüss, hat Spaß gemacht. Danke, aber warte, du hast noch eine unglaubliche Gelegenheit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein, es gibt aber eine ganze Menge zu tun. Packen wir es an. Bis zum nächsten Mal. Leckt mich am Arsch.